Margot Kaviers Wohnung. Wer ist da? Mademoiselle Cavier, mein Name ist Lara Croft. Ich brauche Ihre Hilfe. Miss Croft, ich erkenne Sie. Werner hat mir schon viel von Ihnen erzählt. Kommen Sie herein. Danke. Ich hoffe, er hat nur Gutes von uns erzählt. Sie sollten nachts nicht allein durch die Stadt gehen. Unsere Straßen sind nicht mehr sicher. Mademoiselle Cavier, ich war eben in Werners Apartment. Wie geht es, Werner? Ich fürchte, Werner ist tot. Tot? Also geht es ihm nicht so gut. Wenn ich so drüber nachdenke, er hat wahrscheinlich nicht so viel Gutes über uns erzählt. Wenn wir ihn den ganzen Teil 4 durch Ägypten gejagt haben. Nun, auf jeden Fall sind wir jetzt hier bei dieser Frau Cavier in der Wohnung. Wir können hier jetzt mit ihr reden und tatsächlich haben wir hier jetzt erstmals in einem Tomb Raider Dialogoptionen. Eine Neuerung. Mal wieder. Ja, und ich habe nicht viel Zeit. Die Polizei sucht mich in ganz Paris. Kann ich ihnen irgendwie helfen? Ich glaube, Lara ist gerade nicht so wirklich hier, um ihr zu helfen, sondern sie will etwas von ihr. Denn Werner hat ja gesagt, geh zu VKW. Und deswegen sagen wir, hey, wir haben nicht viel Zeit. Ja, und ich habe nicht viel Zeit. Die Polizei sucht mich in ganz Paris. Sie schulden mir eine Erklärung. Ich warte. Das ist eine lange Geschichte. Ich kam heute aus London an und habe Werner in seinem Apartment besucht. Er hatte große Angst. Er sagte, er wolle mit Ihnen sprechen. Das hat er. Ich hätte nicht damit gerechnet. Nicht nach Ägypten. Werner hatte Angst um sein Leben. Vor 5 Wochen hat er einen Auftrag angenommen. Seitdem war er irgendwie seltsam und übervorsichtig. Er hat sogar ein Päckchen bei mir hinterlegt. Okay, was war das für ein Auftrag? Na, das können wir nicht fragen. Von wem hatte er den Auftrag? Ein Päckchen? Ehrlich gesagt interessiert mich das Päckchen. Ein Päckchen? Sein Notizbuch mit Ihrer Adresse drauf. Von wem hatte er den Auftrag? Der Kunde hieß Eckhart. Er wollte, dass Werner etwas über die Gemälde der Finsternis herausfindet. Werner hat mich in meinem Institut am Louvre besucht. Ah, praktisch. Sie hat jetzt dann doch gleich beides gefragt. Gemälde der Finsternis und er hat dich dann besucht. Konnten sie ihm helfen? Gemälde der Finsternis, ehrlich gesagt, auch hier interessieren mich die Gemälde gerade wieder mehr. Gemälde der Finsternis? 5 Gemälde aus dem 15. Jahrhundert. Sie gelten als Relikte der Alchemie und der dunklen Künste. Und, konnten sie ihm helfen? Ich denke schon, armer Werner. Er hatte offenbar Todesangst. Warum hat er den Auftrag dann angenommen, wenn er ihn so fertig macht? Das passt gar nicht zu Werner. Doch, ich glaube schon, dass das mit der Todesangst zu Werner passt, denn nun ja, du hast ihn den ganzen 4. Teil durch Ägypten gejagt. Fragt sich nur warum. Ja, warum hat er ihn angenommen? Das frage ich mich. Warum er Todesangst hatte? Ich meine, keine Ahnung warum, aber es schien offensichtlich berechtigt, denn naja, er ist jetzt tot. Kommen Sie jetzt endlich zum Punkt. Nein, das fragen wir nicht. Eigentlich ergibt das beides keinen Sinn zu fragen. Komm, ich nehme die goldene Mitte. Fragt sich nur warum. Er dachte, dass er beobachtet wird. Das kann gut sein. Wenn man der Presse glaubt, läuft dieses Monster irgendwo in Paris herum. Hatten Sie vorhin nicht Werners Notizbuch erwähnt, Mademoiselle? Das habe ich. Er wollte, dass ich es Ihnen gebe, wenn ihm etwas zustoßen sollte. Er hat Ihnen sein Notizbuch gegeben? Dann hatte er wirklich Angst. Sagen Sie mir jetzt langsam, was passiert ist. Lara, wenn man der Presse glaubt, dann bist du das Monster. Egal. Ich will nicht darüber reden. Es fielen Schüsse, das ist alles, woran ich mich erinnere. Wie gesagt, ich weiß es nicht genau. Wir haben gestritten. Ja, dann fielen Schüsse. Hat sie das gesagt? Zugegeben, ich höre gerade nicht so hundertprozentig zu, aber könnte schwören, sie hat's nicht gesagt. Egal, wir nehmen das trotzdem. Wie gesagt, ich weiß es nicht genau. Wir haben gestritten. Ja, dann fielen Schüsse. Schüsse? Werner wurde erschossen? Haben Sie ihn getötet? Ich weiß es nicht. Ich kann mich an nichts erinnern. Miss Croft, ich glaube, Sie sollten dringend mit der Polizei sprechen. Aber ich glaube, die Polizei will nicht mit ihr sprechen. Wir werden die ganze Zeit schon verfolgt. Sie hätten uns in einem verfallenen Wohnhaus fast vergiftet. Sie beschießen uns auf den Dächern von Paris. Ich weiß ja nicht.
Aber mal ganz abgesehen davon hätte ich, glaube ich, an Lara jetzt gerade. Ich würde mich echt dumm fühlen, weil. Also halt komisch fühlen, weil sie weiß halt wirklich nicht, ob sie Vern jetzt getötet hat oder nicht. Aber warum sollte ihn sie. Ja, eben. Hätte ich Werner töten wollen, hätte ich es in Ägypten getan. Warum sollte sie es tun auf einmal? Mademoiselle, ich war eng mit Werner befreundet früher. Ich habe ihn nicht getötet, ich weiß nicht. Abgesehen davon, sie wollte ihn doch in Ägypten töten. Ägypten Werner. Ich glaube, die Antwort passt besser. Kann es sein, dass ich recht auf die untere nehme? Egal, ich nehme es trotzdem. Mademoiselle, ich war eng mit Werner befreundet. Früher. Ich habe ihn nicht getötet. Ich war es nicht. Wenn Sie das sagen. Haben Sie das Notizbuch? Natürlich. Es ist in Sicherheit. Ja, dann gib her. Ich brauche es wirklich dringend. Nee, ich nehme gib her. Das habe ich jetzt ja eh schon intuitiv geantwortet. Dann geben Sie es mir. Jetzt. Jemand hat Werner getötet. Und Sie behaupten, Sie können sich ja nichts erinnern. Vielleicht verdächtigt Sie die Polizei zu Recht. Unsinn! Ich habe Werner nicht getötet. Sie sollten besser gehen, Miss Croft. Sein Notizbuch. Ich bin nicht sicher, ob es richtig ist, aber ich muss Werners Wunsch respektieren. Sie tun das Richtige, Mademoiselle. Und jetzt gehen Sie bitte. Die Polizei kann jeden Moment hier sein. Ja, und das mit der Polizei sagt sie tatsächlich nicht einfach so aus Spaß. Sie kann wirklich jeden Moment hier sein. Um genau zu sein, glaube ich, hat man jetzt ungefähr eine Minute, wo man das Apartment erkunden kann. Das werden wir auch gleich tun. Erstmal werde ich speichern. Und dann werden wir mal das Notizbuch uns anschauen. So, wo ist es denn? Tagebuch. Eckart, Kunde, aufpassen. Warum hat er aufpassen geschrieben? Louis Bujard, nützlicher Kontakt, hat mir eine Pistole besorgt. Absolut diskret. Traue mich nicht mehr aus dem Haus. Ja, du hast jetzt eine Pistole, da würde ich mich... da wäre mir auch ein bisschen mulmig, wenn ich schon so ein Ding in meiner Nähe hätte. Draußen wartet das Monster. Okay, er wusste also von irgendeinem Monster auch. Übrigens, an der Stelle, möchte ich auch mal sagen, ne? Richtig geil formatierter Text. Habt echt gut hingekriegt. Ja, ich denke mal, es ist auf 4:3 ausgelegt und durch 16:9 entsteht so ein Blödsinn. Habe versucht, Lara in London zu erreichen. Keine Reaktion. Sie hat mir Ägypten immer noch nicht verziehen. Ägypten, Werner. Gemälde der Finsternis. 5 alchemistische Gemälde aus dem 15. Jahrhundert, verschollen. Die Lux Veritatis haben sie versteckt. Wer oder was ist ein Lux Veritatis? Und ich werde dieses Gefühl, weil wir es hier schon wieder lesen, ich werde das Gefühl nicht los, dass diese Gemälde der Finsternis im Englischen wirklich einfach Painting of Darkness heißt. So alles in diesem Spiel ist gefühlt of Darkness. 5 Stiche. Es wird nicht besser. 5 Stiche der Finsternis. Wie heißt das jetzt auf Englisch? Was heißt Stich auf Englisch? Stab? Stab of Darkness? Aber es ist wahrscheinlich nicht. Kopien der Gemälde. Ja, dieser Stich, nicht was mit dem Schwert. Ne? Führen die Stiche vielleicht zu den Gemälden? Matthias Vasilej in Prag. Er hat mir 4 Stiche der Finsternis geschickt. Den 5. Stich hält er zurück. Er will mehr Geld. Hier wird jetzt Prag gedroppt. Das ist interessant, denn nach Prag kommen wir, glaube ich, noch in diesem Spiel. Ich gehe jetzt aber trotzdem mal das Tagebuch weiter durch. Denn, ja, wir bekommen die Information schon jetzt, also warum nicht durchgehen. Ich habe die Karte in Vasilejs Stichen entschlüsselt. Eines der Gemälde ist unter dem Louvre in der Nähe der jüngsten Ausgrabungen. Okay, sie machen unter dem Louvre Ausgrabungen. Machen die das denn echt auch? Es wirkt mir ein wenig komisch, unter einem Museum rumzubuddeln, aber gut. Cavier hat in ihrem Büro einen Sicherheitsausweis für die Grabungsstätte. Von der Notiz weiß ich sogar, dass sie ein Hinweis ist, den wir erst später brauchen. Ich denke mal, das werden wir jetzt, naja, noch ein paar Mal sehen hier. Aber wie gesagt, ich gehe es trotzdem jetzt alles durch. Wenn ich jetzt wandern. Unter den Gemälden sind metallische Symbole versteckt. Ich muss Cavier fragen, ob es im Louvre Röntgengeräte gibt. Okay, das war wahrscheinlich, was er sie gefragt hatte.
Lux Veritatis bedeutet übersetzt Licht der Wahrheit. Ja, so viel Latein kann ich auch noch. Im 12. Jahrhundert gegründeter Geheimorden. Die Lux Veritatis haben im 15. Jahrhundert die Gemälde der Finsternis versteckt. Und links sieht man wohl das Symbol dieser Gruppierung. Sie hatten angeblich die drei Amulettsplitter-Artefakte der Macht. Kristallsplitter, Waffen des Lichts? Die Lux Veritatis kämpften seit dem 14. Jahrhundert gegen die Kabal, die Anhänger des dunklen Alchemisten. Lux Veritatis, Verbindung zu den Nephilim? Was ist ein Nephilim? Nephilim, ah, danke für die Erklärung. Aus dem Psalmen des Enoch, verfluchte Abkömmlinge der Engel und Menschen, wurden in biblischen Zeiten vernichtet. Okay, also sollte es schon lange nicht mehr geben. Es gibt eine Prophezeiung, durch den goldenen Löwen werden die Nephilim die Söhne der Menschheit versklaven und die Welt unterwerfen. Das klingt mir ziemlich apokalyptisch. Der Schläfer oder Cubiculum Nephili, wortwörtlich Schlafkammer oder Kammer, vermutlich letzte überlebende Nephilim, wahrscheinlich in Anatolien, Türkei, vergraben. Das ist sehr interessant, denn in die Türkei soll es noch gehen in diesem Spiel. Ich weiß aber, dass dieser Teil des Spiels rausgeschnitten wurde, der hat es nicht ins finale Spiel geschafft. Aber sehr interessant, dass es hier erwähnt wird. Die Sanglyphe, ein alchemistisches Artefakt, geht auf den dunklen Alchemisten zurück. Beängstigend. Sanglyphe sagt mir übrigens auch nichts, und das, obwohl ich das Spiel schon mal gespielt habe. Vielleicht ist das auch rausgeschnitten worden. Die beiden fehlenden Symbole sind in der Nähe der zweiten Absperrung. Und das ist die letzte Seite, weiter geht's nicht. Dann, warte, wie war das Logo? Ein CW, ja, zum Glück kein WC. Gut, dann gucken wir uns mal hier ein wenig in der Wohnung um. Eine Minute haben wir Zeit. Das sollte wahrscheinlich nicht reichen, um uns hier alles mal anzuschauen. Aber das macht nichts, denn ich will auch mal zeigen, wie es ausschaut, wenn man sich zu viel Zeit lässt. Und oh, hier haben wir was. In der Schublade. Okay, da kommt die Polizei und oben rechts ploppt Health auf. Okay. Das dürften jetzt 15 Sekunden gewesen sein oder so. Hier in der Ecke liegt nichts. Dann, ah. Hier haben wir noch etwas. Ein Ring. Was ist das für ein Ring? Diamantring. Könnte man hervorragend versetzen. Also versetzen, wie jetzt ein Date versetzen oder was meint ihr? Und ich sehe gerade oben links was. 1 von 0. Wir haben irgendwie Munition für unsere Waffe, scheinbar. Okay, cool. Das war wohl die ich vergessen habe aufzuheben. Oh. Polizei kommt näher. Hier habe ich aber gerade irgendwo eine Hand gesehen. Gut, da ist nichts drin in dem Schrank. In dem hier vielleicht. Nope. Und wir sind wahrscheinlich Game Over. Olema! Plus un geste! Yep. Dann werde ich mich jetzt nochmal ein bisschen umschauen und wir sehen uns gleich wieder. Boah, ich habe hier noch in der Küche einen Wein gefunden oder so. Das ist edler Cognac. Jahrgang 1851. Sehr selten, das glaube ich. 1851. Lass mich rechnen. Ja, ich habe auch immer 152 Jahre alten Cognac in meiner Küche rumstehen. Warum nicht? Nun, ich habe nichts mehr gefunden und ich glaube auch der Walkthrough sagt, es gibt hier nichts mehr. Das heißt, ich sammle jetzt einmal alles ein und dann ergreifen wir die Flucht. So, Wohnung ist geplündert, dann wollen wir mal abhauen.